Ich denke trotzdem, dass man viel auch durch Aufklärung in der Bevölkerung immer noch bewegen kann. Es ist ja ein Verschreibeverhalten von Ärztinnen und Ärzten im Kontext eines Gesprächs mit Patientinnen und Patienten. Und da entsteht jetzt etwas. Und wenn da die Mutter sagt, aber vielleicht muss man doch gar kein Antibiotikum oder so. Also ich denke, da sind schon so Nachfrage- und Versorgungsdrücke, die hier funktionieren. Es gibt Studien in England, in Osteuropa, in China jetzt, dass man den irrationalen Antibiotikumsverbrauch reduzieren kann durch Aufklärung der Kinder in den Schulen, die das dann wiederum an ihre Eltern weitergeben. Und dann drückt sich das in einer verbesserten Nachfrage aus.